Dieser Anblick gefällt mir nicht. Der Strahl des Leuchtturms hätte ihn schon verdrängen müssen. Warum geht... Oma! Herr Bane! Sigrid! Sigrid in Deckung! Bei dir, Grit? Noch nicht. Keine grünen Bananen kaufen. Was? Bananen? Was soll ich mit Bananen? Es bedeutet, wir sollten nicht weit vorausplanen. Weißt du überhaupt, was Bananen sind? Das habe ich mal Bane sagen hören. Vergiss es. Was stimmt hier? Plapperst über Obst. Geht's dir noch gut? Kümmere dich lieber um das Schlamassel, in dem wir stecken. Das ist nicht Banane. Manchmal wünschte ich, Oma würde einfach akzeptieren, dass heute alles anders ist. Die Dinge sind, wie sie sind, stimmt's? Manche Tage sind gar nicht so schlecht. Krabben essen, Wellen schauen. Ich meine, wir sollten einfach das Beste draus machen. Aber nicht Oma, oh nein. Alles, was sich zu tun lohnt, wurde in der guten alten Zeit viel besser gemacht. Sie lässt einfach nicht locker, weißt du? Damals mit dem Löwenzahn, vor dem Krieg, als dein Großvater noch lebte, bla bla bla. Den Krieg gab's und Opa ist tot. Sie gibt mir das Gefühl, als wäre meine Zukunft schon Vergangenheit.
Gefängnis. Was versprühen die da? Ganz sicher nichts, dem du nahe kommen solltest. Was immer der Bürgermeister hier draußen treibt, scheint ihr Interesse zu wecken. Beeilung. Strandstadt einmal war. Die Alleen um den Platz. Die Orchideen im Nachtgarten. Es heißt, nur Narren leben in der Vergangenheit. Gewiss. Wir sollten uns nicht an vergangene Zeiten klammern, aber es wäre dumm, nicht aus ihnen zu lernen. Du weißt so gut wie ich, zu was Pfoten fähig sind und was sie uns genommen haben. Wir müssen die Jüngsten schützen. Also, was hast du vor? Ich will die Dreckpfoten ein für alle Mal vom Himmel holen. Wir bauen eine Waffe. Eine Waffe? Mit einer Funkenladung. Wie funktioniert sie? Möchtest du mithelfen? Ich wollte dich fragen, aber man sagte mir, dein Interesse an der Außenwelt sei äußerst gering. Seit... Der Schutz meines interessiert mich durchaus. Nun zeig mir die Blaupausen. Oh, aber natürlich. Andy? Nicht gut genug. Was heißt das? Was ich sagte, das ist nicht gut genug. Wozu dient das? Naja... Heißt das, du stößt zu unserem Team, Doris? Wir könnten dein Wissen gut gebrauchen. Ich würde sogar behaupten, ohne mich habt ihr keine Chance. Die nehme ich. Nur ein kleines Detail, das wir anpassen müssen. Oma, sieh nur! Was um alles? Nicht. Die Bohrer sind auf manuelle Überlastung geschaltet. Die Ablassventile sind ganz oben auf dem Turm. Da kommen wir nicht dran. Das passiert, wenn man mit Dingen herumspielt, von denen man nichts versteht. Halt, ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Sag mal, bist du noch bei Trost? Sigi, wir müssen hier weg. Und wenn sie uns bis zum Platz verfolgt, es muss sein. Sigrid, komm zurück! Geschieht, wenn sie wiederkommen. Es ist nicht nur das Dunkel. Was sie da sprühen, es steuert ebenso die Monster. Das ist schrecklich. Hättest du den Krieg gesehen, wüsstest du, was wirklich schrecklich ist. Das wird uns nicht aufhalten. Lasst uns zurück zum Platz. Doris sagte, ihr braucht ein paar Funken. Rauschen die Wellen, bis zum Ufer ist noch.
gib immer auf dich acht. Das hat meine Mama mir immer vorgesungen, wenn ich Albträume hatte. Stimmt irgendwas nicht. Ah, das Ding hat immer mal Aussetzer. Ein Neustart sollte helfen. Die Schalltafel ist im Treibhaus. Hey Mama, harter Tag heute. Ich habe einen neuen Freund. Solltest du sie sehen? Apfelkälterei? Deine Mutter hat ein paar Sommer dort gearbeitet, bevor sie... Doch wurden Äpfel vom Kitzhornhof gepresst. Zum besten Apfelwein der Gegend. Dieser süße Geschmack war einfach herrlich. Äpfel, sind das die orangefarbenen? Nein, Schrimmchen, das sind Orangen. Welche Farbe? Ist doch egal. Wir werden sowieso nie wieder welche essen. Rot, Schrimmchen. Sie waren rot. Ich sehe die Schläfer von hier aus. Hast du nicht mal mit Opa da gewohnt? Doch. Kennt ihr euch von dort? Nein, aber dort hatten wir unser erstes Date. Der arme Kerl war so nervös. Aber er hat dich eingeladen. Ich habe ihn eingeladen, Liebes. Weißt du, ohne mich hätten wir nicht mal geknutscht. Oma! Was? Genau so war's. Thank you.
sollte ich Oma lieber nicht erzählen. Sonst muss ich am Ende umkehren. Ich dich was fragen? Wenn's sein muss. Als du noch jung warst, vor dem Krieg und so, was hast du da am liebsten getan? Spielt keine Rolle. Bin nur neugierig. Na, wenn's sein muss. Mal überlegen. Ich war im Park spazieren, aß in Restaurants, gab Partys, besuchte das Museum, machte Überstunden, ging angeln. Du hast geangelt? Zum Spaß? Damals war alles anders. Um Hunger oder Kälte mussten wir uns keine Sorgen machen. Der Löwenzahn sorgte für alles. Mit unserem Wissen verhalfen wir uns zu mehr Freizeit. So sollte man Wissen einsetzen, findest du nicht? Yeah.
Sind Sie Trewald? Du verscheuchst sie. Sicher bin ich Trewald. Wer will das wissen? Ich bin Sigrid. Ursula sagte, ich soll mit Ihnen sprechen, während sie mit dem Baby hilft. Oh, Adriens Nachwuchs ist unterwegs? Mhm. Die haben mich weggescheucht. Glauben Sie, die schaffen das? Ursula war Sanitäterin im Krieg. Baby springt die mit nur einer Hand auf die Welt. Und ohne hinzusehen. Der Köder! Ach, nicht schon wieder! Kusch, du Krabbelvieh! Was machen Sie hier? Ach, hier treibt sich ein Schatten rum. Hab seit Jahren keinen gesehen. Ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Sie studieren Schatten? Seit ich ein kleiner Junge war. Prächtige Kreatur. Also, was genau sind Sie? Sehr scheu, meine Kleine, das sind Sie. Amphibien behaupten manche. Andere sagen, sie kommen aus einer fremden Welt. Meine Oma sagt, dass es für alles eine ganz natürliche Erklärung gibt. Wir kennen sie nur noch nicht. Die Pfeifer glauben, es sind ruhelose Seelen. Die Pfeifer? Du kennst sie wahrscheinlich als Dreckpfoten. Sie halten die Schatten für Boten aus einer anderen Dimension. Wenn dich ein Schatten aufsucht, will er dir etwas über dich selbst mitteilen. Aber ich kenne mich wohl in- und auswendig. Zu mir kommt kein Schatten. Ich jage hinter ihnen her. Erst dachte ich, sie hätten es auf Weichtiere abgesehen, aber... Dann erkannte ich, dass diese spezielle Form sie anzieht. Die Pfeifer machen Amulette in dieser Art. Sie glauben, sie bringen Glück? Etwa so? Wo hast du das her? Ich... Was ist denn? Drin? Mach mal auf! Wie eine kleine Schatulle. Ein Samen. Er ist wunderschön. Sagenhaft. Wo hast du das her? Gefunden? Geklaut? Ich hab's nicht geklaut. Ich hab's von einem Schatten. Mutter aller Funken, es ist... Unglaublich. Kann ich ihn anfassen? Vielleicht. Schon gut. Er ist okay. Sie hat es rechtzeitig geschafft. Das Baby ist schon da. Ich soll dich rüberschicken. Mich? Dann gehe ich mal lieber. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Das war es, Sigrid. Kommst du mich mal wieder besuchen? Ich würde so gern mehr über deinen wundervollen Freund erfahren. Sie ist bestimmt bis hoch in die Baumkrone geklettert, um die besten zu finden. Nicht, dass ich darüber irgendwas wüsste. Womöglich war sie mal ein netter Mensch. Vielleicht spricht Oma deswegen nie von ihr. Aber ich weiß noch, wie sicher ich mich in ihren Armen gefühlt habe. Thank you.
unglaublich, dass wir zum Kerzenhügel gehen. Oh, keine große Sache, Schrimmchen. Das sind Leute wie du und ich. Vielleicht etwas rauer. Eher Hammer und Schraubstock als Messer und Gabel. Ach, der Vorarbeiter des Löwenzahns war der beste Mechaniker, den ich kannte. Er kannte das Werk wie seine Westentasche. Ha, er klopfte mit dem Schraubenschlüssel auf die Rohre, lauschte aufmerksam dem Metall und sagte dann so etwas wie: Schon gut, Schätzchen, ist nur eine kleine Störung. Keine Sorge, Papa kümmert sich sofort um dich. Und dann stellte er den Druck ein oder ölte ein paar Zahnräder. Und schon lief alles wieder wie geschmiert. Treffen wir ihn? Den Vorarbeiter? Ah, er liegt schon lange unter der Erde. Aber ich hoffe, mit seinem Sohn reden zu können. Er war damals nur ein kleiner Lümmel, wenn auch ein sehr talentierter. Kann er unsere Waffe nicht bauen, kann es keiner. Früher loderte es nachts aus diesen Öfen. Man konnte sie schon von weitem sehen, wie angezündete Kerzen. Das war noch eine. Gehen wir weiter. Schon drei. Los, Siggi, du schaffst das. Schon müde? Wenn gerade noch mehr ekligen Wasserstarter vorbeigekommen. Bleib wachsam! Schnell hier durchzukommen, bevor sie uns bemerken. Die Hügelleute mögen keine Besucher. Oh je, sie veranstalten wohl eine Begrüßungsfeier für uns. Ist das Clouds Schiff? Wie ist er vor uns hierher gekommen? Ach, bei denen sollte man lieber aufpassen. Das fehlte noch, dass Cloud sie noch mehr nervt. Hören Sie mal, ich bin der Bürgermeister von Strandstadt. Sie müssen mich durchlassen. Du kannst dir deine Titel sonst wohin stecken. Verschwinde, sonst schmelzen wir dich und schmieren mit dir die Zahnräder. Bringt nichts, dürr wie der ist. Doris, genau rechtzeitig.
Erklärst du bitte dieser edlen Truppe, dass ich in Frieden und mit guten Absichten komme? Ich muss mit kleinen Cassius reden. Es geht um einen wichtigen Auftrag. Cassius arbeitet nicht für Fatzken. Jetzt haut ab, alle, zieht Leine. Aller Funken, erlöse uns von unseren Sünden. Kleine. Da zumindest eine von euch mehr kann als nur reden, erfüllen wir euren Wunsch. Folgt uns. Wer ist das? Das ist Klein Cassius, Sohn des Vorarbeiters. Klein Cassius? Er ist viel kleiner als sein großer Bruder. Jetzt überlass mir das Reden. Ich werd verrückt. Frau Skagerrak, hier unterm gemeinen Volk? Sie mochten mich noch nie, Cassius, ich weiß wohl. Aber jetzt ist nicht die Zeit für alte Rechnungen. Können Sie das bauen? Natürlich kann ich. Aber wieso sollte ich? Weil Sie und Ihr Team die besten Baumeister der Gegend sind. Das stimmt, Frau Skagerrak. Und wenn ihr früher daran gedacht hättet, als unser Lohn gekürzt und die Arbeitsbedingungen schlechter wurden, hätten wir euch jetzt vielleicht unsere Dienste angeboten. Aber das habt ihr nicht, oder? Hören Sie, wir haben keine Zeit für Streitereien darüber, wer hier wem was schuldet. Die Pfoten kommen! Die Pfoten? Ach, das ist nur ein Trick, damit wir ihr helfen. Nein, es stimmt! Ihr Luftschiff hat das Dunkel hergebracht. Sie kontrollieren es! Wir haben das mit eigenen Augen gesehen. Stimmt's, Oma? Ja, das haben wir. Sie müssen aufgehalten werden, Cassius. Sie wollen uns vernichten. Wir könnten das nötige Material, falls wir beschließen, euch zu helfen, aus den Nadelspitzenwracks holen. Die sind sehr weit weg. Der Leuchtturm wird nie stark genug sein, um den Nebel von dort zu verdrängen. Du warst es, die die Schlange abgewehrt hat. Habe ich recht? Ja, Herr Pirat. Ich meine, jawohl. Gut gemacht, Kleine. Und was den Nebel angeht, hast du auch recht. Aber wir haben unsere Methoden. Methoden? Weißt du, Piraten müssen ihre Arbeit erledigen, auch wenn es ein wenig Nebel gibt. Deshalb haben wir Funkenkanonen auf unseren besten Booten. Ich meine, auf unseren besten Piratenschiffen. Nur hat diese fiese Seeschlange alle drei fortgeschleudert, zusammen mit ihrer Crew. Hilf uns, sie zu finden, dann helfen wir beim Bau eurer Waffe. Abgemacht, junge Dame? Abgemacht.
Was ist los? Hast du ein Gespenst gesehen? Ich konnte die Starkser nicht aufhalten. Und dann tauchten die Dreckpfoten auf. Die Pfeifer. Ja, die Pfeifer. Sie würden mich töten. Haben sie aber nicht. Ich glaube, sie wollten mir... Dir helfen? Genau. Weißt du, du kannst den Geschichten, die man dir erzählt hat, nicht trauen. Woher wissen sie das? Weil ich eine der Dreckpfoten bin, vor denen ihr solche Angst habt. Auch wenn mir unser richtiger Name lieber ist. Auch eine Tasse? Euer geliebter Löwenzahn hat sein Gift ins Meer gespuckt, bis es uns erreicht hat. Dicke, widerliche Klumpen krochen auf unsere Felder und vernichteten die. Wir schickten Nachricht auf Nachricht, um euch klarzumachen, was ihr anrichtet. Keine Reaktion. Also haben wir die Dinge selbst in die Hand genommen. Was habt ihr getan? Uns wurde klar, dass wir das Dunkel nur stoppen konnten, indem wir die Hauptleitung des Löwenzahns sabotierten. In der Nacht wurde unser Boot getroffen. Drei von uns waren sofort tot. Einer konnte immerhin noch ein Gebet sprechen. Ich heulte wie ein Baby, hatte aber keine ernsten Verletzungen. Ich machte weiter. Am frühen Morgen erreichte ich mein Ziel. Nun hing alles an mir. Unsere Wissenschaftler hatten eine Flüssigkeit entwickelt, die ins Herz des Löwenzahns tropfen und die Maschinen stoppen sollte. Die Mission war, sie in einen zentralen Schacht zu pumpen. Das habe ich getan. Ich pumpte das Zeug rein, machte alles dicht und verschwand. Ich blickte nicht zurück. Ich wollte nur so schnell wie möglich weg. Doch dann, als ich mich umdrehte, war das Ding zu einem Monster geworden. Das Fontänen von Dunkel versprühte wie schwarze Spucke. Ich fühlte mich erinnert an hundertarmige Kraken und Riesenspinnen. Mythische Wesen aus Kindermärchen. Dann folgte dröhnender Donner und das Ding flog auseinander. Na, den Rest kennst du ja. Der Boden brach auf, das Meer brüllte und Strandstadt versank in der Tiefe. Nach meiner Tat konnte ich niemanden mehr ansehen. Ich zog hierher. Wie haben Sie die Explosion überlebt? Ich weiß nur, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich erwachte, war das Meer ruhig. Die Stadt war fort. Und die Leute? Wir wollten doch nur unserem Elend ein Ende setzen. Verstehst du? Ich befolgte die Anweisung. Aber es funktionierte nicht. Es... Großer Funke, ich hätte mit den anderen sterben sollen. Sollten ihre Leute retten. Sie wussten nicht, dass das passiert. Du bist sehr nett, wie deine Mutter. Meine Mutter? Sie war meine Freundin, der mutigste Mensch überhaupt. Sie hörte uns zu, sogar nach der Flut. Sie glaubte mir, dass wir niemandem schaden wollten. Sie wollte sogar helfen, alles richtig zu stellen. Also machten wir uns auf, den von mir verursachten Schaden zu beheben. Aber wir... Sie hat nie. Sie suchte nach Möglichkeiten, das Verhalten des Dunkels zu verändern. Eines Tages kam sie zu mir, um nach Hinweisen zu suchen, wie sie sagte. Ich befahl ihr zu gehen, aber das wollte sie nicht. Ganz die Mutter, was? Sie hatte Blumen gezüchtet, weißt du? Eine abgewandelte Version des Nachtwebers. Eines Krauts, das wir selbst anbauen. Sie fand heraus, dass seine Wurzeln das Dunkel wieder an den Webstein binden und seine Ausbreitung stoppen können. Sie wollte zu dem Rohr, das den Riss ausgelöst hatte. Ihr Plan war, einige funkengestärkte Nachtwebersamen in den Zentralschacht zu streuen. Aus dem Löwenzahn eine Art Reparaturmaschine zu machen. Die genaue Wissenschaft dahinter kannte nur sie. Sie sind wieder dorthin? Ja, Kleines. Wir mussten sogar rein. Das wäre entscheidend. Zuerst weigerte ich mich, aber deine Mutter konnte sehr überzeugend sein. Und das wirst du mir nicht glauben, wenn ich es dir erzähle, aber es schien, als fühlte sich das Dunkel von uns bedroht.
Deine Mutter kämpfte um ihr Leben. Ich verlor mein rechtes Bein, als ich sie retten wollte. Und ich würde mein linkes geben, um sie zurückzuholen. Seitdem hat sich das Dunkel ausgebreitet, wie die Seuche dies ist. Kann man nichts mehr dagegen tun? Das Luftschiff kann es ein wenig eindämmen, mit den Sporen des Nachtfiebers. Aber wir haben nicht annähernd genug, um es für immer abzuwehren. Und was ist damit? Bei allen Funken! Wo hast du den her? Wir bringen dich zum Luftschiff. Du musst ihnen das zeigen! Das Luftschiff! Sie werden es abschießen! Was? Wer? Die Maschine, von der Cassius gesprochen hat. Sie ist eine Funkenwaffe, um das Schiff der Pfeifer abzuschießen. Möge das Dunkel sie ertränken. Diese Narren! Verflucht seien sie und ihre schießwütigen Finger! Sie sind nichts als ein Haufen kurzsichtiger Idioten! Du musst sie aufhalten, hast du verstanden? Tu alles Nötige, um diese Trottel vom Schießen abzuhalten. Dann zu Moira. Folge dem Schiff. Moira? Die Anführerin. Sie ist die Einzige, die diesen Samen nutzen kann. Los jetzt! Oma, ich muss mit dir reden! Bin ziemlich beschäftigt. Was ist denn? Gib mir den Schrauber. Und fass das nicht ab. Oma, hör mir zu! Nicht feuern! Was? Wo bist du? Warum brauchst du so lange? Ich steckte im Nebel fest und dann flog das Schiff der Pfoten vorbei und ich dachte, ich muss sterben. Aber Oma, sie retteten mich. Sie sprühten etwas und dann waren da überall Blumen. Und Rufus sagte das... Rufus, der Penner? Sigi, ich habe keine Zeit dafür. Komm einfach schnell nach Hause. Versprich, dass du nichts unternimmst, bis ich da bin. Ich höre dich nicht mehr. Düs jetzt einfach her, okay? Schweißbrenner, bitte. Warum braucht das Mädchen denn so lange? Sie weiß doch, dass ich ungern warte. Stopp! Stopp! Oh, Sigrid. Schön, dass du es heil zurückgeschafft hast. Die Pfoten steuern das Dunkel nicht. Sie lassen es blühen. Lassen es blühen? Was redest du für Unsinn? Oma, ich weiß, was mit Mama passiert ist. Sie starb beim Versuch, uns zu retten. Die Pfoten. Nein, du verstehst nicht. Sie und Rufus wollten verhindern, dass das Dunkel sich ausbreitet. Sie wollten in den Löwenzahn, aber das Dunkel griff sie. Er wollte sie retten, aber... Du hast ein gutes Herz, Sigi. Aber du darfst nicht immer alles glauben, was man dir erzählt. Was das angeht, bist du genau wie deine Mutter. Und wenn du glaubst, ich lasse zu, dass wir alle wegen dem Geschwätz eines Penners das Zeitliche segnen... Irrst du dich gewaltig. Aber er... Selbst wenn er die Wahrheit sagt, wäre deine Mutter nicht in Gefahr geraten, wenn sie sich von Anfang an von ihm ferngehalten hätte. Wer gibt dir das Recht, immer über andere zu urteilen? Sie haben versucht, uns zu retten.
Sigrid, Sigrid. Natürlich bist du aufgewühlt. All der Stress würde jedem zusetzen. Und du bist nur ein Kind. Kein Wunder, dass du den Kopf verloren hast. Warum legst du dich nicht etwas hin und überlässt uns die Sache? Finger weg! Ich muss auch sehr bitten. Ich will nur helfen. Zerstören! Das ist es, was sie wollen! Das ist es, was ihr alle wollt! Dunkelt euch! Schrämchen! Sigi! Du weißt doch, wie Jugendliche sind, Doris. Ich war ja auch kein Unschuldslamm, was? Lass sie. Sie muss sich nur etwas abreagieren. Und wir haben sehr wichtige Dinge zu erledigen. Dieser Insel. Das Schiff ist direkt darüber und es... Es... Oma, es gibt Blumen hier. Ich glaube, ich sehe Äpfel. Nein. Nein, das ist unmöglich. Bist du sicher? Es ist genau wie in deinen Geschichten. Nie gedacht, dass... Du bist tapfer, liebe Sigrid. Das muss ich dir lassen. Aber wir können unser Vorgehen wirklich nicht nach den Launen eines Kindes richten. Stehe ich in deiner Schuld. Aber jetzt müssen wir beenden, was wir angefangen haben. Es tut mir leid, mein Kind. Nein, nicht schießen! Ich muss, Sigrid. Es ist meine Pflicht, es zu tun. Unser Volk verlangt danach. Und ich werde es tun. Du solltest versuchen, dich selbst in Sicherheit zu bringen.
3, 4, 5. Oh, den Funken sei Dank, ihr seid alle da. Und offenbar noch eine mehr. Bist du aus Strandstadt? Ja, aber das wollte ich nicht. Das war nicht geplant. Ich wollte sie aufhalten. Ah, so endet es also. Strandstadt zerstört alles ein für alle Mal. Sind Sie Moira? Ich sollte sie aufsuchen. Ich will die Dinge gerade rücken. Es gibt nichts, was du tun könntest. Hör auf mich, geh nach Hause, solange es noch existiert. Ein Nachtwebersamen? Ist so groß. Er wurde verändert. Meine Mutter hat das Verfahren erfunden. Man sagt, sie wüssten, wie man ihn nutzt. Wenn er die nötigen Eigenschaften hat. Doch wenn es nur einen gibt, glaube ich nicht... Wenn ihr sie anrührt, seid ihr tot, verstanden? Nehmt eure Dreckpfoten von meinem Mädchen! Wer ist das? Nimm die runter, Oma! Dich werden sie nicht kriegen! Ich muss... Du musst gerade nur eins, mal für ein Weilchen den Mund halten! Sigrid, ich wollte es dir schon mal sagen. Damals wolltest du nicht zuhören, aber jetzt wirst du's. Mir und Moira. Moira? Die Moira? Genau die. Und auf diesem Schiff war unsere letzte Chance, das Dunkel fernzuhalten, bis deine Enkelin auftauchte. Sigrid? Was hat sie mit all dem zu tun? Sie sollte nicht... Wir nutzen eine Pflanze namens Nachtweber. Ihre Wurzeln haben die Fähigkeit, Dunkel zu binden. Seit der großen Welle haben wir Tag und Nacht Sporen von unserem Luftschiff abgefeuert. Doch das dämmte die Ausbreitung des Dunkels kaum ein. Und nun haben ein paar Genies eben jenes Schiff abgeschossen. Ihr gebt uns die Schuld, weil wir uns verteidigen wollten? Ihr habt uns angegriffen! Ihr habt uns den Krieg erklärt! Du denkst, wir wollten Krieg? Wir hatten keine Wahl. Warum habt ihr nicht einfach mit uns geredet? Reden hat keinen Sinn, wenn niemand zuhört. Wir haben es ja versucht, vor dem Krieg und auch danach. Wir haben Botschaften geschickt. Wir haben Boten geschickt. Aber ihr wolltet einfach nicht hören. Ihr da oben mit all euren Schätzen wart euch einfach zu gut, auch mal zu uns nach unten zu horchen. Mit euren verfluchten Bohrern habt ihr uns den Boden unter den Füßen weggerissen und eure eigene Stadt versenkt. Aber es gehören immer zwei dazu, wie mein Mann zu sagen pflegte. Ihr habt den Löwenzahn hochgejagt. Davor war die Stadt noch... Es gab sicher mal eine Zeit für Gespräche, aber die ist lange abgelaufen. Mit eurem Gezanke werdet ihr das Dunkel nicht bekämpfen. Mama hatte das hier, wusstest du das? Das ist ein Samen des Nachtwebers. Moira meint, er kann uns helfen. Iris? Warum hat sie... Keine Zeit für Erklärungen. Du musst uns jetzt einfach vertrauen. Du musst mir vertrauen. Du meinst also, dieser Same kann das Dunkel auflösen? Er hat die nötigen Eigenschaften. Aber einer reicht nicht, fürchte ich. Wie wirkt er? Aber das ist kein normaler Same. Er enthält Funken. Das hat Rufus gesagt. Die Technik stammt von Mama. Wie wär's, wenn wir ihn weiter verstärken? Immerhin haben wir eine Funkenkanone. Rufus und Mama haben versucht, die Samen zum Löwenzahn zu bringen. Sie wollten sie mit den Dunkelröhren verbreiten und versuchten, durch eine der Röhren reinzukommen. Tja. Ich scheitere lieber bei einem Versuch, als gar nichts zu tun. Ich glaube, ich weiß, welchen Ort er meint. Ich zeige euch den Weg. Cassius, lade die Kanone. Wir haben einiges zu pflanzen. Wir haben was zu tun? Lade einfach auf und behalte Cloud im Auge. Aber gern, Doris. Mit Vergnügen. Na, bringst du mich bitte zu dieser Röhre? Ah.
Anblick weckt Erinnerungen. Es gibt nichts Schöneres, als auf einem Schatten über die Wellen zu gleiten. Tun Sie das auch? Früher, als mein Rücken das noch mitmachte. Aber inzwischen geht das nicht mehr. Aber Sie sollten nicht hier in unserer Welt sein. Nicht? Nein, Mädchen. Nach dem Tod legen sich unsere Seelen in der Unterwelt zur Ruhe. Also kam ein Schatten auch zu Ihnen? Ja, meine erste Tochter. Wir haben sie im Krieg verloren. Als ich den Schatten sah, wusste ich einfach, dass sie es war. Du weißt es auch, oder, Sigrid? Du weißt, wer zu dir gekommen ist. Glaub schon, ich konnte es nur nicht glauben. Aber es fühlt sich so an. Warte, du meinst, dieses Ding ist meine Tochter? Zumindest ein Schatten deiner Tochter. Das Gefäß einer Seele, die Kontakt sucht. Yeah!
Was ist los, Sigrid? Bist du drin? Noch nicht. Ich arbeite dran. Ich habe Mandalay gefunden. Ich komme zu dir. Kern des Löwenzahns. Stimmung.
geschafft. Tief atmen, Liebes. Es rauschen die Wellen. Bis zum Ufer ist's noch weit. Ich geb immer auf dich acht. Jetzt hat sie Frieden gefunden, nicht wahr? Was stimmt nicht mit Anita? Ganz ruhig, Doris. Ihr fehlt nichts. Ich fand's unhöflich, eine alte Dame in Not zurückzulassen. Ich habe den Eindruck, dass diese Dame gut auf sich selbst aufpassen kann. Funke noch eins, wir haben's echt geschafft! Seht nur dieses Unkraut. Massives Zeug. Ich bin bisher nur auf Boden aus Fels oder Sand gelaufen. Das habt ihr alle gut gemacht. Letztlich. Und ohne dich, mein liebes Mädchen, hätten wir es nie geschafft. Ich wusste sofort, die ist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Die mutigste kleine Piratin, die es je gab. Nicht wahr, Doris? Oh, Sigrid, du hast so... Warum kann ich das nicht einfach... Oma, ich... Nein, ich muss das tun. Als Iris Kind war, war John für den Gefühlskram zuständig. Aber als er nicht mehr da war und wir Iris verloren, als es nur noch wir zwei waren, wusste ich nicht, mit meinen Gefühlen umzugehen, geschweige denn deinen. Ich gab dir ein Dach über dem Kopf, machte dir Abendessen und putzte dir die Nase. Doch mehr konnte ich... Es tut mir leid, Schrimpchen. Du hast mich doch nicht nur ernährt. Dank dir kenne ich den Umgang mit Schraubenschlüsseln. Und Hämmern. Und Schweißbrennern. Ich weiß ja nicht, ob du schon damit umgehen kannst, wenn du vor ein paar Wochen fast das Haus niedergebrannt hättest. Da könntest du recht haben. Oh, ich schätze, wir müssen wohl weiter üben. Das und auch den Gefühlskram? Ja. Ja, das klingt gut. Und was machen wir jetzt, da wir gesiegt haben? Das ist kein Sieg. Das ist eine zweite Chance. Das Mädchen hat recht. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Wir haben Boden unter den Füßen. Aber wir müssen lernen, ihn zu bestellen, ohne ihn zu schröpfen. Die Risse sind versiegelt. Aber wir müssen immer noch den Rest dieses verflixten Dunkels loswerden. Wie lange wird es dauern, das zu beheben? Wann wird wieder alles normal? Es gibt kein Behoben.
Und ich glaube, dass von uns noch jemand weiß, was normal ist. Das ist eine Lebensaufgabe. Die Zeit wird zeigen, was dabei herauskommt. Solange keine neuen Narren kommen und alles ruinieren, können wir die Dinge bestimmt in Ordnung halten. Oh, binde mich los, du elender Idiot. Ich fordere meine Freilassung. Ich fürchte, das geht nicht, aber wenn Sie mir nur erlauben würden... Neues vom Kerzenhügel. Anscheinend wachsen die Pflanzen auch dort. Offenbar ist irgendein großer Stiel direkt durch die Kantine gedrungen. Ruht euch etwas. Auf uns wartet viel Arbeit. Sie ist bestimmt bis hoch in die Baumkrone geklettert, um die besten zu finden. Nicht, dass ich darüber irgendwas wüsste. Womöglich war sie nicht einmal ein netter Mensch. Vielleicht spricht Oma deswegen nie von ihr. Aber ich weiß noch, wie sicher ich mich in ihren Armen gefühlt habe.